Account verbirgt, wahrscheinlich auch noch Leute einlassen. Und dann würde ich tatsächlich erstmal starten und sage Hallo und herzlich willkommen bei Films an alle, die da sind, hier beim Festival des deutschen Kinos On Demand und auf Alles Kino. Mein Name ist Roman Polanski und ich habe die besondere Ehre, Ihnen ein digitales Q&A mit Süheyya Schwenk, Regisseurin von Jian, präsentieren zu dürfen. Jian läuft ja seit heute und in diesem Jahr im Langfilmwettbewerb bei Films und da Sie alle hier sind, haben Sie wahrscheinlich auch bereits den Film gesehen. Seit heute 20:30 Uhr abrufbar und auch noch weiterhin abrufbar. Und am Ende vom Film können Sie natürlich auch abstimmen, denn Sie als Publikum entscheiden ja, welcher Film am Ende die begehrte Trophäe, das Mainzer Rad, gewinnt und 1.500 € als Preisgeld. Zu nennen ist da natürlich der Sponsor der Trophäe, das ist Juwelier Willenberg aus Mainz und das Preisgeld kommt von der Sparda Bank Südwest. Vielen Dank hierfür. Als Zuschauer haben Sie natürlich auch die Chance, Fragen zu stellen, jetzt hier in unserem Q&A. Die Fragen können Sie einfach an den Account Films Festival des Deutschen Kinos senden und ich würde diese dann weiterleiten an Frau Schwenk. Und das Gespräch wird außerdem aufgezeichnet und im Anschluss dann bei Alles Kino kostenfrei zur Verfügung gestellt. Wir bemühen uns natürlich, dass die Aufzeichnung so früh wie möglich da ist, bitten Sie aber um Verständnis, falls es doch mal etwas länger dauert. Ist ja alles etwas Neuland für uns. Genau, und das Gespräch können Sie dann jederzeit kostenfrei wieder abrufen. Jetzt aber erstmal Hallo an Süheyya Schwenk. Guten Abend. Hallo, danke Hallo. für die Einladung. Gerne, gerne. Genau, dann würde ich erstmal vielleicht direkt mal anfangen mit einer Frage und wenn da was kommt, dann sehe ich ja im Chat, ob was ist. Genau. Du hast jetzt mit deinem Film Gian ja ein intimes Kammerspiel präsentiert, das sich fast in, also das sich in einem alltäglichen Flüchtlingsdrama entfaltet, das dann in einem unvorhersehbaren Schicksalsschlag eine dunkle Wendung nimmt. Nun hat ja Deutschland selbst vor 5 Jahren eine große Flüchtlingswelle erlebt und Europa zeigt ja immer noch, dass es keine wirklich zufriedenstellende Lösung für Millionen von Menschen gibt, die auf der Suche nach Hilfe sind. Du zeigst aber in Gian jetzt ein Einzelschicksal. Warum hast du dich für diese Herangehensweise entschieden und was berührt dich an der Thematik so? Naja, ich wollte die Geschichte menschlich wie möglich zeigen eigentlich. Und das war halt mein Perspektiv. Und ich bin auch Ausländerin. Ich bin zwar keine Flüchtling, aber ich bin in Schweden geboren. Ich war halt die Fremde. Und ich bin in der Türkei groß geworden. Ich war die Fremde, weil ich aus Schweden kam. Und ich kam nach Deutschland und ich war immer noch die Fremde. Und ich wollte damit eigentlich zeigen, dass die Menschen zu wenig auf die Persönlichkeit achten und sich eigentlich mit äußeren Sachen beschäftigen und mit deinem nationalen Status besonders. Und ich wollte einmal das auch von anderen Perspektiv zeigen, weil wir haben ja ganz viele Filme eigentlich, die auch viele von Europäern gemacht worden sind oder halt auch von anderen Ländern, aber die zeigen halt ein bestimmtes Milieu und das auch von außen. Und ich wollte eigentlich einmal zeigen, wie auch bei uns zu Hause aussehen kann und warum wir eigentlich Menschen sich untereinander nicht verstehen oder woher diese Vorurteile einfach kommen. Und ich wollte deswegen halt diese zwei Familien gegenüberstellen und einfach total menschliche Basis für die schaffen und diese Flüchtlingsgeschichte von dieser menschlichen Basis aus einfach zeigen. Ja. Vielen Dank. Und ich habe auch direkt schon eine Frage aus dem Publikum. Wie kam es zu der Auswahl von genau diesem Zitat am Ende des Films? Von Nazım Hikmet. Ja, Nazım Hikmet ist ja auch im Exil gestorben und er ist natürlich großer Vorbild immer für mich gewesen. Und deswegen, das ist ja genau das, wir wollen halt eigentlich zusammenleben, wir wollen aber auch frei wie möglich leben, wie ein einzelner Baum, aber wie ein Wald brüderlich. Und dieser Film erzählt ja das auch und das ist natürlich auch mein Wunsch und ich bin auch mit diesem Wunsch groß geworden. Und deswegen mache ich auch solche Filme und Nazım Hikmet bedeutet mir sehr viel, deswegen dachte ich, dass Nazım Hikmet zu dieser Geschichte sehr gut passt. Deswegen kommt auch sein Gedicht in dem Film vor und am Ende auch sein Zitat. Sehr schöne Frage übrigens. Ja, vielen Dank dafür. Dann habe ich direkt mal noch eine Frage. Und zwar startet der Film ja mit sehr düsteren Aufnahmen einer zerbombten Straße, also Ja. was wir aus den Nachrichten mal kennen. Kannst du uns was über den Hintergrund dieser Aufnahmen erzählen? Diese Aufnahmen sind aus Kobane und eine Kollegin von mir, eine Regisseurin, war tatsächlich vor Ort
Und als IS Kobane bombardiert hat, sie hat diese Bilder selber aufgezeichnet. Und wir waren in Istanbul auf dem Filmfestival und unsere Filme liefen auf demselben Filmfestival. Und da hatte ich schon diese Bilder gesehen und ich hatte angefangen, diesen Film zu schreiben. Und da habe ich diese Anfrage gestellt, ob ich ihren Footage kaufen darf. Und sie hat mir das erlaubt. Und lustigerweise war sie letztens beim kurdischen Filmfestival auch dabei. Und sie hat zum ersten Mal nach Jahren zum ersten Mal ihre Aufnahmen auf dem Leinwand gesehen. Und sie hat auch gesehen, was ich daraus gemacht habe. Und sie hat sich total gefreut. Und genau, das war eine wunderschöne Zusammenarbeit einfach mit ihr. Genau, aber super, wunderbar. Das hat halt so einen dokumentarischen Charakter, dann plötzlich, der das Ganze nochmal viel nahbarer macht. Ja, Jetzt hast du ja den definitiv. Film in Berlin angesiedelt, aber man sieht tatsächlich ja keine Bilder der Stadt, so, also wie man diese touristischen Standardbilder, die man ja sonst immer hat, oder ein Establisher. Und dann wirkt es ja fast so, als könnte die Geschichte tatsächlich in jeder beliebigen Stadt oder in jedem beliebigen Land stattfinden. Warum hast du das so gemacht? Ja, das ist wirklich genau aus dem Grund eigentlich, dass also Stadt spielt ja erstmal keine Rolle. Das kann überall stattfinden, wo die Flüchtlinge ankommen. Und das ist ja kein eigentlich Berlin-Film und das wollte ich definitiv brechen. Und deswegen, es gibt auch diese Wurfszene. Ich habe diese Wohnung auch lange gesucht, wenn man das Fenster aufmacht, dass man halt so eine runtergekommene irgendwie Wand sieht. Und nicht halt wirklich diese Fernsehturm Schöne Berlin, weil das ist ja im Grunde nicht, wenn du als Flüchtling oder als Fremde in ein Land kommst, dann bist du ja erstmal damit beschäftigt, halt dich zu integrieren, Sprache zu lernen. Und also du bist mehr halt im Innenräumen. Und genau das wollte ich auch so zeigen und halt dieses Berlin-Bild tatsächlich brechen. Dann hätte ich noch eine Frage tatsächlich. Du deutest in dem Film ja auch den Konflikt unterschiedlicher Kulturen an, teilweise auch mit einer ordentlichen Portion Humor, wenn ich da an die Szene mit dem Staubsauger und der Musik denke oder der heimlichen Bockwurst am offenen Fenster. Aber du zeigst natürlich auch, wie sehr deutlich, wie der Mensch über diese Grenzen, diese kulturellen Grenzen hinwegblicken kann und in der Not einfach auch zusammenhält. Haben wir ja leider in Deutschland und Europa jetzt wieder ein starkes Aufflammen auch rechter Tendenzen. Wie glaubst du, können Menschen in diesem und in anderen Ländern wieder zusammenkommen? Und denkst du, dass Film und auch das Kino und dein Film dahingehend eine geeignete Rolle spielen kann? Ja, das denke ich definitiv. Also es ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich diesen Film unbedingt machen wollte. Weil ich glaube, wir wissen zu wenig über andere Menschen. Und ich habe mich total gewundert, weil diese Frage kommt immer wieder zum Beispiel, hey, die Frauen tragen ja Kopftuch und dürfen sie über Sex reden? Natürlich dürfen sie. Und also denkt ihr wirklich, dass die Menschen, andere Menschen nicht über Sex reden? Natürlich reden auch diese Frauen über Sex oder die essen auch heimlich etwas. Vielleicht andere essen das auch, aber die wissen das halt nicht. Und diese Ungewisse macht ja immer diese Unverständnisse und deswegen versteht man sich zu wenig und deswegen hasst man sich auch. Und je mehr man sich versteht und je mehr man diese Angst wegnimmt, dann wird diese Integration auch besser funktionieren. Und deswegen war mir total wichtig, einfach auch natürlich dieser Humor, weil also auch diese Leute haben Humor und auch diese Leute machen halt heimlich Sachen. Wir sind alle Menschen und ja, und ich wollte einfach einmal auch von innen zeigen, wie bei uns aussieht, damit man diese Angst endlich mal nicht mehr hat. Also wir sind nicht nur Ehrenmordgesellschaft oder wir tragen nicht nur Kopftücher, wir essen gar kein Schweinefleisch. Also ich wollte diese Klischees einfach einmal brechen und deswegen habe ich halt alles so geschrieben. Ja, vielen Dank dafür. Finde ich auf jeden Fall sehr wichtig, dass das einfach mal zu sehen ist. Nun ist ja Jian dein erster Langfilm sozusagen. Vorher hast du, also bei uns gibt es ja eine mittellange Filmkategorie, vor allem mittellange Filme umgesetzt, die auch international schon viel Anerkennung gefunden haben. Was waren denn so die größten Herausforderungen, wenn du das mal vergleichst, so einen längeren Film zu machen und doch etwas kürzere Filme zu machen? Gab es da irgendwie Unterschiede? Ja, es gab Unterschiede, weil mein mittellangen Film, der 30 Minuten war, habe ich ja in 8 Tagen gedreht und diesen Langspielfilm habe ich in 11 Tagen gedreht. Und das war schon die größte Herausforderung.
Genau, und dann, es gab natürlich auch politische, also beim mittellangen Film zum Beispiel, der Film lief in Toronto und ich durfte nach Toronto nicht einreisen, ich habe kein Visum bekommen. Und jetzt bei meinem Langspielfilm, mein Hauptdarsteller, also der Harun gespielt hat, aus Deutschland kein Visum bekommen und durfte nach Deutschland nicht einreisen. Also das war halt, diese Politik hat sich tatsächlich immer wieder wiederholt, was ich in meinen Filmen eigentlich ja auch erzählen will. Und außerdem natürlich, also es gibt zu wenig Geld immer für den Film und ja, Langspielfilm machen. Deswegen sieht man ja im Abspann ganz oft meinen Namen. Ich habe fast alles irgendwie so versucht, selber zu gestalten, weil man ja so wenig Geld hat. Genau, das waren die Schwierigkeiten. Aber ich habe auch viel daraus gelernt und das hat auch extrem viel Spaß gemacht. Darauf kommt es ja auch an. Ja. Ich habe wieder eine Frage aus dem Publikum. Diesmal sehr kurz. Was bedeutet denn Jiyan eigentlich? Jiyan bedeutet auf Kurdisch das Leben und Hayat bedeutet auf Türkisch das Leben. Ja. Alles klar. So, genau, da hätte ich noch eine Frage zu deiner Herkunft. Also du hattest ja schon gesagt, dass du in Schweden geboren bist, dann in der Türkei hast du gelebt und jetzt natürlich an der DFFB in Berlin studiert. Was bedeuten denn die Begriffe Heimat und Fremde für dich? Und hast du daraus Erfahrungen gesammelt, die du in den Film einfließen hast lassen? Ja, total. Also für mich, was bedeutet Heimat? Das weiß ich wirklich nicht, weil ich fühle mich hier wohl und das ist deswegen, also ich denke nicht über Begriffe eigentlich. Ich lebe halt da, wo ich das gut finde. Und das sollte auch meiner Meinung nach immer so sein. Und ich bräuchte dafür auch keine irgendwie Erlaubnis oder gar nicht oder keine Nation. Also ich würde mich auch nicht deswegen irgendwie schlecht fühlen wollen. Und das finde ich irgendwie total absurd, dass die Länder immer wieder das schaffen. Das ist nicht nur Deutschland, auch in der Türkei so. Also ihr seht ja auch in meinem Film, kurdische Leute fühlen sich da auch nicht wohl und türkische Leute fühlen sich dort nicht wohl. Also es gibt überall auf dieser Erde dasselbe Problem und das finde ich wirklich problematisch und deswegen thematisiere ich das auch so oft, weil ich mit diesen Konflikten groß geworden bin und das natürlich mehr oder weniger mein Leben beeinflusst hat, aber nur von außen und innerlich habe ich eigentlich damit gar kein Problem und das habe ich auch nicht mein Problem gemacht, sondern ich versuche den Menschen zu zeigen, ich bin genauso, wie du eigentlich auch bist. Ja, genau. Dann hätte ich eine Frage zu deiner Zukunft. Die Frage kommt ja immer. Was steht denn jetzt so an? Also natürlich während Corona ist es wahrscheinlich schwierig, Filme zu machen, aber hast du schon Projekte, die jetzt gerade wieder laufen oder... Ja, also ich habe einen Kurzfilm zum Glück, also vor Lockdown habe ich einen Kurzfilm für Arte gedreht und bin ich gerade beim Post-Production, das mache ich fertig und ich schreibe gerade 3 Filme, 2 Co-Autoren und noch einen Langspielfilm. Genau, also es gibt eigentlich viele Filme gerade, was wir vorbereiten und das ist auch super Zeit natürlich zum Schreiben, deswegen freue ich mich auch. Wunderbar. Und also für meine Fragen zum Abschluss, wenn jetzt, vielleicht kommt ja gleich noch was im Chat, wäre noch die Frage, auch was die Zukunft angeht, die Filmbranche wird ja durch Corona gerade, wie gerade erwähnt, immer mehr so in den virtuellen Raum getragen. Jetzt sitzen wir auch hier alle zu Hause und schauen den Film irgendwie, meinetwegen noch auf dem Smartphone, schrecklich. Aber gut, es geht ja irgendwie. Aber jetzt gibt es natürlich viele Anbieter wie Netflix und Amazon, die schon offensiv sehr stark Exklusivproduktionen nur online anbieten. Wie siehst du da die Zukunft und würdest du selbst lieber Filme für die Leinwand produzieren und umsetzen oder lieber fürs Smartphone? Ja, natürlich für Leinwand. Also das ist ja super anderes Gefühl und ich liebe auch diese Bilder zu produzieren. Also dann, wenn du wirklich für Smartphone produzierst, dann müsstest du tatsächlich viel mehr Close-Ups drehen, was ich eigentlich, das ist überhaupt nicht meine Art zu drehen. Das kann man immer ab und zu mal machen, aber Kino sollte definitiv nicht aussterben und ich würde auch super gerne eigentlich mit alle diese Leute, die hier sind, einfach danach ein Bier trinken gehen und einfach weiter über den Film sprechen und das ist gerade nicht möglich und virtuell ist es halt nicht möglich. Es ist total nett, dass alle hier sind und genau, dass wir halt das trotzdem machen können, aber unsere Zukunft sollte nicht so sein. Das kann ich nur unterschreiben. Ja. So,
Jetzt habe ich aber leider keine Frage mehr hier. Ansonsten würde ich erstmal schon tatsächlich sagen, Dankeschön. Und vielleicht kriegen wir es ja irgendwann noch hin, dass wir nochmal alle einladen und dann uns auf ein Bierchen treffen in Mainz dann. Wäre großartig. Genau. Genau, ansonsten, liebes Publikum, wenn Sie Gian noch nicht gesehen haben, können Sie das jetzt immer noch machen und nachholen. Der Film ist noch verfügbar auf Alles Kino. Und natürlich nicht vergessen, am Ende des Films abzustimmen. Ja. Außerdem möchten wir Sie darum bitten, wir haben auf unserer Website einen kleinen Fragebogen bereitgestellt für die Besucher des Festivals. Den finden Sie direkt auf der Startseite rechts. Den bitte ausfüllen, dann können Sie auch was gewinnen. Und wir können unser Angebot für Sie immer weiter verbessern vom Festival. Morgen geht es bei Filmster noch weiter. Sie erwartet im Langfilmwettbewerb dann einen Fisch, der auf den Brücken schwimmt, und der andere Film ist Fluten. Außerdem der Dokumentarfilm Im stillen Laut. Und bei den mittellangen Filmen gibt es Elli, Julka und Juli, das ist ein Film, und Mama Nam. Und natürlich weitere Filmgespräche, die Sie über Zoom hier schauen können. Und ansonsten würde ich sagen, vielen Dank, guten Abend, gute Nacht und bis demnächst. Dankeschön. Danke. Ciao, ciao.